Alexander, hallo, das ist der Gummimatten-Test für euch und zwar halt hier fürs Thema Waschmaschine. Ich mache das jetzt gerade mal ein bisschen freihändig für euch, weil hier im Bad das alles ein bisschen platzbedenkt ist. Und zwar habe ich halt hier für diese Bauknecht-Variante eine Matte geholt. Die ist leider nicht günstig, ist aber dafür perfekt zugeschnitten. Ihr seht es halt hier unten am Rand, dass sie wirklich halt hier schön abschließt. Ja, also holt euch in den Top-Produkt, ist 60x40, habt eine normale Waschmaschine entsprechend größer und lasst euch nicht wundern, die ist echt nur so dick. Ja, ist echt nur. Und ich blende euch gleich mal noch ein Video schon ein, da könnt ihr sehen, dass sie halt echt, echt wirklich beim Schleudern halt hilft und vielleicht noch viel wichtiger ist, die Waschmaschine steht schon seit Monaten, ja, ich habe leider wenig Zeit gehabt, das Video schnell zu euch, ist komplett abschließend, ja, die Waschmaschine steht schon seit Monaten da drauf und bewegt sich keine Millimeter, also Tipp, hol die Gummimatte, es macht das Schleudern mit der einigermaßen erträglich, weil die schleudert wirklich laut und genau, und sie kostet 20 Euro. Also mitholen, nichts drunter, keine Gummifüßchen, sonst irgendwie so ein Blödsinn holen. Gib die 20 Euro aus, hol die Gummimatte, es freut euch, freut den Nachbarn und die Maschine wandert keinen Schluss. Jetzt noch ein bisschen vorher, nachher, Link ist unten drunter. Das war der Waschmaschinen-Gummimatten-Test für euch von mir, Alexander. Ciao, ciao, bye. Das ist ungefähr die Lautstärke von dem. Also wenn ich mich jetzt hier hinstelle, ja, und da rede, und ich rede jetzt mit einer ganz normalen Lautstärke, ist das Ding lauter, als wenn ich rede. Das ist schon extrem.